5. Diese zwei japanische Videos wurden auf TikTok gepostet von dem Benutzer namens CBlueSM. Die zeigen beunruhigende Aktivität. In dem ersten Video kann man sehen, wie der Uploader einen Ballon in seiner Hand hält. Währenddessen kann man hören, wie jemand die Treppe hochläuft, obwohl man keinen sieht. In dem zweiten Video versucht der Uploader durch Klopfen Kontakt mit dem Geist aufzunehmen. Nummer 4. Just got home from work. This needs to stop. I need help, please. Dieses Video stammt von dem TikTok-Nutzer Dark Side of Kyle. Als er von der Arbeit nach Hause kam, stellte er fest, dass etwas in seinem Gartenhaus ist. Bis jetzt könnte man keine Erklärung finden, was es genau gewesen ist. Going to explore it later. Nummer 3. Stell dir vor, du liegst in deinem Bett, schläfst schön und tief und auf einmal wirst du durch ein lautes Knallgeräusch aufgeweckt. Überprüfst das ganze Haus, aber alles ist unbeschädigt auf seinem Platz. Ein kalter Schauer läuft dir den Rücken runter, als du die Überwachungsaufnahmen von dieser Nacht durchgehst. Wobei man es vielleicht nicht sofort sieht, bei der fünften Sekunde kann man einen Geist erkennen. Der Nutzer berichtet, dass dies ein neues Haus ist, das vor kurzem gebaut wurde. Wir können daraus schließen, dass das Alter des Hauses egal ist, wenn es um Spuk geht. Dies ist eine Überwachungsaufnahme unbekannten Ursprungs. Das einzige, was ich herausfinden konnte, dass die Aufnahme von 2021 stammte. Sie zeigt, wie zwei Männer die Straße überqueren, als etwas Seltsames passierte. Seht selbst. Nummer 1. In dem nächsten Clip sehen wir, wie ein Mann in der Luft schwebt. Es sieht aus wie eine Art Ritual oder Zeremonie. Es findet am Tag statt und es gibt keine Bäume oder Gebäude in der Nähe, von denen er sich abseilen könnte.